So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Total War Three Kingdoms mit Yuan Shao. Und das letzte Mal bin ich sogar schon die Ereignisse durchgegangen, dieser Runde. Wir haben hier aber noch Unterstützungen erhalten, nämlich einen Militär-G. Sehr schön. Können wir diese Waffe vielleicht mal Yuan Shao zuordnen, weil der konnte ja bis jetzt nicht so tolle Waffen nutzen. Ne, die kann er irgendwie alle nicht nutzen. Ah, schade. Na, dann behält er weiterhin das Militär, Jian. Okay. Ja, ansonsten haben wir noch den Fraktionsrat. Ui. Das klingt gut. Beziehungen durch Handelsabkommen stärken. Wir bekommen einen erhöhten Handelseinfluss. Und es wird direkt ein Handelsabkommen abgeschlossen mit der Fraktion Jiangqiu. Könnten wir das sowieso auch machen? Oder geht das jetzt wirklich nur durch diese Aktion? Wir könnten tatsächlich mit denen handeln. Okay, wir sollten vielleicht wirklich mal die anderen Fraktionen auswählen. Also aus irgendwelchen Gründen können wir anscheinend doch mit anderen Fraktionen handeln, die wir noch gar nicht so wirklich kennen oder die wir uns angeschaut haben. Das kann eigentlich nur ein Seehandelsabkommen sein. Weil das ist keine Fraktion, die in unmittelbarer Nähe liegt. Okay, dann machen wir das auf alle Fälle. Und es kostet nicht mal was. Und wir bekommen sogar noch erhöhten Handelseinfluss. Sehr schön. Dann haben wir das auch. So, dann kriegen wir unsere Handelsabkommen ja fast wieder voll. Ich gehe jetzt mit allen Fraktionen aus, ob hier noch irgendjemand handeln will. Nein. Nein. So, dem sowieso nicht. Der will auch nicht. Der hat vorhin Abkommen ausgenutzt. Mit dem können wir auch handeln. Jiangqiu. Ist doch nicht. Das gibt's doch nicht. Warum habe ich das nicht schon längst entdeckt? So, um regelmäßige Zahlung bitten. Ah, da kriegen wir gar nichts dazu. Okay. Dann mache ich das jetzt einfach. Jetzt haben wir unsere vier Handelsabkommen wieder ausgefüllt. Sehr schön. Schön. Dann machen wir erstmal wieder Gewinn. Wir müssen unbedingt unseren Handel über die Diplomatie erhöhen. Was ich ja auch in Zukunft machen kann, das ist vielleicht sogar noch besser, wenn ich diese Abkommen hier immer nur über 5 Runden mache, statt über 10 Runden. Weil über 5 Runden kann ich natürlich schneller wieder so ein Abkommen neu verhandeln. Na, mal gucken. Dienst der Integrität. Oh, wir haben schon wieder 1000 Erblinie. Da sollte ich mal was tun. Giftpfeile, ausweichen im Nahkampf ist noch ganz gut. Geschwindigkeit. So, dann haben wir das nämlich auch verteilt. Den Hafen hier können wir mal ausbauen. Das bringt nochmal 5 Prestige mehr. Und, naja, gut, 30 Handelsabkommen. Nee, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich überhaupt nicht.
So, bei der Reform muss ich mir das jetzt gut überlegen. Wenn ich die Steuern erhöhe, wie viel wäre das denn? Das wäre 10% Steuersatz. 10% von 7.400, das wären halt 700 Goldstücke, ne? Das ist definitiv das Beste. Das heißt, ich werde jetzt auf alle Fälle die öffentliche Ordnung erhöhen. Mit der Reform. So. Das haben wir. Und jetzt geht es eigentlich fast überall bergauf, außer in einer Region. Und das ist die, und da haben wir unsere Armee sogar noch in der Nähe. Dann mache ich jetzt mal tatsächlich, dann werde ich jetzt mal die Steuern erhöhen. So. Minus 2, minus 5 und minus 7. Ansonsten passt das. Na gut, hier können wir noch das Yuan-Magistrat aufbauen. Ist immerhin etwas. Und da das ja die Einnahmen aus allen Quellen so stark erhöht, werde ich hier tatsächlich mal das Gebäude komplett abreißen. Dann bauen wir hier noch ein Industriegebäude. Damit sich das einfach mehr lohnt. Wohlstand aus allen Quellen, weil es gibt nun mal aus Landwirtschaft nur sehr wenig Einkommen. Und in Wei, da sind wir ja auch eigentlich immer in der Nähe, können dort an den. Das heißt, wir kriegen erstmal 1700 jetzt pro Runde. Und das kann gerne noch ansteigen. Weiter geht's. Die Yanbaihu wird unsere Unabhängigkeit unterstützen. Verstehe ich jetzt überhaupt nicht, was das bringen soll. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das bringen soll. Verhandelt, damit sie euch im Kampf um die Freier zur Seite stehen, wenn die Zeit erst reif ist und ihr euch von dem Joch befreien wollt. Also an sich klingt das natürlich gut, weil wir auch eine Zahlung bekommen, aber das würde jetzt ja sicherlich die Beziehung mit Gongsun San verschlechtern, deswegen mache ich das nicht. Noch nicht. Also, ich habe sogar schon den Plan gefasst, dass ich mich langfristig mit Gongsun San in diesem Bündnis hier halten möchte, weil es ist nun mal ein sehr gutes Bündnis. Nicht schon wieder ein ausgeklügelter Plan. Minus 20% Nahrungsproduktion. Erwachsen werden. Eine Tochter von Yuanshao wird erwachsen. Ja, ich denke mal, die Armee kann ich erstmal ignorieren. Die wird sicherlich hier ausgeschaltet durch Dofu. Ich werde Yuanshao jetzt tatsächlich in die Richtung bewegen. Bereit für Eilmarsch! Ich hoffe mal, dass der mich ja nicht erreicht. Nämlich ein ganz schönes Risiko, was ich da eingehe. Aber er ist im Marsch, der wird mich nicht erreichen. Weil ich würde gern Luo Yang erobern. Wir probieren's. So, wir haben hier ein Gebäude abgerissen. Und hier werde ich jetzt Industrie aufbauen. Stärken hier halt sehr langsam nur. Dienst dem Volk. Wie sieht es eigentlich um ihn aus? Immer noch 5 Komturei, aber er ist nicht mehr so stark. Er ist mir sogar
Ähnlich von der Stärke. Das heißt, ich bin in der Nähe von stärkeren 10. Tja. Ich muss ablehnen. Lehnt Korruption ab und übersteht das Elend. Meine Truppen brauchen Ruhe. Ich ziehe mich mal in die Stadt hier zurück. Da habe ich sicherlich eine höhere Verstärkungsrate. So. Er kann meinen Handel verbessern. Und oh, ich überlege jetzt, ob ich tatsächlich mal Songsan jetzt hier fehlleite. Hier mit der Armee. Guanjing. Guangxing. So, um Cao Cao jetzt hier ein bisschen zu helfen. Weil ich will hier so ein Gleichgewicht entstehen lassen. Und aktuell ist es so, dass Gongsun hier einfach nur mit seinen Armeen durchprescht. Das finde ich natürlich nicht so toll. Sogar Militärvorräte vergiften. Ah, Mist, das klappt nicht. So, und hier. Geheimes Netzwerk weiter ausbauen. Und Verwaltungsposten anstreben. Mist. Okay. In Ordnung. So, jetzt wollte ich noch was machen. Da haben wir alles gemacht. Nächste Runde können wir unsere. Oh. Cao Cao wurde als Feind der Han markiert. Jetzt haben wir es. Also, jetzt haben wir es geschafft. Wir haben schon vor Runden geschafft, aber das ist natürlich eine gute Nachricht. Kann ich sonst noch etwas machen? Komm, ich baue jetzt hier die Minen aus. Ja, das sind 100, 100 Einkommen mehr. Machen wir das so. Weiter geht's. Nee. Ablehnen. Sieht nicht gut für ihn aus. Für Cao Cao. Naja, vielleicht kriegt das ja mit der Unterstützung seiner Verbündeten hier irgendwie gebacken. Ich meine, er hat hier noch Tao Yang. So, was haben wir hier jetzt? Minus 25% öffentliche Ordnung, aber nur beim Quipass und naja, bei diesen Festungen ist es sowieso egal. Da ist es sowieso egal. So, wir haben Gebäude gebaut, wir haben Gutshöfe errichtet, das Yuan-Magistrat und staatliche Bezirksverwaltung. So. Ah, Mist, ich schaff's noch nicht ganz bis nach Luoyang. Nächste Runde bin ich da.
Und die Stadt sollten wir auch erobern können. So, wie sieht es mit Aufträgen eigentlich aus? Da müssten wir ja doch einige entsenden können. Aus Handel. Hier haben wir doch ziemlich viel Handel in der Region. So. Dann hätten wir das auch. So, hier haben wir auch sowieso ein Problem mit den Militärvorräten. Ja, und hier ist die Verstärkung weitaus größer. Dann zieht ihr euch da erstmal zurück. So, Tao Ying. Entschuldigung. Tao Ying hat hier auch Truppen aufmarschieren lassen. Sau Sau belagert eine frische Armee. Rekrutiert. Und hier in den Bergen haben wir noch Shen Pei. Ich würde sagen, ich fälsche hier mal die Marschbefehle von Gongsun San. Ach, geht nicht. Dann probiere ich seine Armee zu vergiften. Oder von Guan Ying. Es klappt nicht. So, bauen wir das Netzwerk weiter aus. So, wie sieht's aus? Er war mal Stärke Rang 10. Was ist er jetzt? Stärke Rang 6. Er hat sich aber eigentlich wieder verbessert. Wie sieht's hier aus? Hat er jetzt seine Truppen eigentlich mal zurückgeholt? Sao Sao wird sich bestimmt gerade in die Richtung bewegen. Der wird dann sicherlich auch hinzustoßen. Das wär mir wirklich am liebsten, wenn hier so ein Mächtegleichgewicht entsteht, dass alle Armeen von Gongsun San sich mit den Armeen von Sao Sao ausgleichen und die dann alle zerstört sind. Das wäre optimal. Boah, der hat ja ziemlich schwere Einheiten hier in Suyang als Garnison. So, dann würde ich sagen, kann es eigentlich weitergehen. Ja, es dauert immer noch eine Weile, bis wir hier beim Herzog mal aufsteigen. Naja, Eile mit Weile. So, die Armee hat er auch besiegt. So, er hat jetzt alle seine vier Armeen hier im Süden. So, da ist Cao Cao. Das könnte jetzt interessant werden. Tao Ying kommt auch dazu. Oh, er hat sogar angegriffen. Es läuft alles nach Plan tatsächlich. Und ich werde auch weiterhin jetzt Gongsun San hier in die Schranken verweisen. Fraktion konföderiert. Shamok Lady Surong. Okay. Das ist eine südliche Konföderation. Das sind beides Fraktionen, die ich noch gar nicht kenne. Entschuldigung. Ich räusper mich immer noch. Ich bin immer noch erkältet. So. Huang Su hat den Vasallmeister Sang Tse gebeten, in den Krieg zu ziehen. Ich finde das halt echt voll dreist, dass die, die Vasallen können ihrem Meister anbieten, in den Krieg zu ziehen, aber der muss es, glaube ich, nicht annehmen. Das ist, glaube ich, nur ein Angebot, was der machen kann. So, wir haben staatliche Werkstätten gebaut, die werde ich auch gleich mal aufbauen. Hier, kommunale Werkstätten. So, wir haben einen Bauherrn bekommen, den haben wir doch schon mal gehabt. Und Yuan Shao ist freundlich, erhöht Autorität. Boah, der muss doch mittlerweile eine gigantische Autorität angesammelt haben, oder? 167. Das bringt plus 11 Zufriedenheit fraktionsweit und plus 9 auf Einheitenmoral. So, läuft hier noch das Abkommen? Zwei Runden läuft das noch.
Und dann machen wir ein schön teures neues Abkommen. Und dann geht es auch wieder bei uns finanziell bergauf. So, jetzt erobern wir erstmal Luoyang. Schicksal erwartet uns. Begrüßt es! Können wir auch automatisch machen. Ja! Eine Bestätigung meiner Macht! So. 15 Erblinie. Oh, wir haben sogar einen gefangen genommen. Aber der ist so schlecht. Der macht so einen schlechten Eindruck. Nee. Nee, das ist nicht wertvoll. Und den würde ich fast mal exekutieren. Konfuzianischer Weiser. An ihnen muss ein Exempel statuiert und, werden. Und, wie viel, wo sehe ich eigentlich meine Erblinie hier? 97. Das finde ich auch schön, dass man die immer im Blick hat. Ich überlege nämlich, ob ich jetzt tatsächlich mal... Ja, aber zum anderen wird die Stadt jetzt hier garantiert nicht angegriffen. Wir besetzen die ganz normal. Für den Wiederaufbau müssen wir das Fundament legen. Größe wird obsiegen. Alte Hauptstadt. 15 Prestige. Ja, aber... Ist das nicht Valvey auch schon? Alte Hauptstadt. Anscheinend gibt es mehrere alte Hauptstädte oder ehemalige Kaiserstädte, kann das sein? Diese Stadt ist eine der alten Hauptstädte, die für ihre reiche Geschichte und kulturelle Bedeutung berühmt sind. Okay, das hat nichts mit der Kaiserstadt zu tun, sondern das hat wirklich etwas mit der kulturellen Vergangenheit und Historie dieser Stadt zu tun. So, dann bauen wir hier mal... Das reißen wir ab. Reduziert nämlich die öffentliche Ordnung. Und... Das reißen wir auch ab. Ja, wirklich Einnahmen bekommen wir hier aktuell nicht. 46 Goldstücke kann ich auch von den Steuern befreien, damit die öffentliche Ordnung erstmal nach oben geht. So, hier bleiben wir noch für eine Runde jetzt zur Verstärkung und dann würde ich tatsächlich gerne auf Shang'an ziehen. Klingt irgendwie wie so eine Orks-Siedlung aus Mittelerde, aber... Ende verbessern. Ah, Mist, klappt nicht. Probieren wir es nochmal. Ach. Hat aber auch ein Pech. Bin gespannt, ob Sausa mit diesen Armeen arbeiten kann. Aber die sind nun mal alle im Marschakte unterwegs. Die müssen also Militärvorräte verloren haben. Gut, er befindet sich im eigenen Gebiet. Na gut, er könnte Militärvorräte bekommen, aber die sind längst nicht so hoch wie, wie die, wenn er sich normal bewegen würde. Ja, der hat jetzt mittlerweile auch zwei volle Armeen hier. Also dann noch Tao Ying als Unterstützung. Das wird nicht einfach hier für ihn jetzt werden. Und so habe ich mir das ja auch gedacht. In Wei haben wir bald wieder einen Aufstand. Vielleicht können wir ja sogar Gongsongs dann ablenken. Von dort. So. Herr von Zhangse, den möchte ich trotzdem... Ich möchte schon mal anfangen, ihn hier weiter in die Bredouille zu ziehen. So. Ich denke nicht, dass Cao Cao noch lange eine Bedrohung spielen wird. Weiter geht's. Ach komm, jetzt musst du den Schauplatz wechseln. Och, jetzt sehe ich nämlich nicht, was da passiert. Das hätte mich so interessiert. Ja, jetzt doch, jetzt wird wieder gezoomt. Sehr gut. Perfekt. Jetzt sehen wir nämlich noch alles. Ah. Cao Cao wird alles daran setzen, diese Armeen hier zu attackieren. Mir gleich mal seine Garnison hier anschauen. Vielleicht hat er im Umkreis doch noch weitere Truppen.
Aber eigentlich muss er ja jetzt alle Truppen hier an die Grenze ziehen. Das ist ja eine riesen Bedrohung. Ich meine, 4 volle Armeen. So, Dongming hat Meng Huo den Krieg erklärt. So, wir haben Haus der Schrifttreuen abgerissen und die einfache Lohnarbeiterunterkünfte. So, in Luoyang bauen wir jetzt, würde ich sagen, dafür erstmal Nahrungsgebäude für die Bevölkerungsentwicklung. Und, achso, wir können ja nur eins gleichzeitig bauen. So, genau, ich wollte die öffentliche Ordnung anschauen. Da ist keine Garnison in der Stadt, da auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Das scheinen die einzigen Armeen aktuell zu sein. Und er hat auch die Armee aus Haichi hat sich dort abgesetzt. Das heißt, die wird auch schon auf dem Weg hierher sein. Also er wird auf alle Fälle 3 Armeen mobilisieren können. Und Tao Ying, ja, aktuell ist er hier bei einer Armee. Und er befindet sich hier, aber die regenerieren, aber eben nur sehr, sehr langsam. Er schickt jede Menge Truppen hinterher. Welche Stärkung hat er eigentlich aktuell? Stärkung 2. Nächste Runde können wir das Abkommen neu verhandeln. Was wir aber auch machen können, wir können ihm der Nahrung gänzlich entziehen. Wäre auch eine Option, dass er eine Nahrungsmittelknappheit bekommt. Das würde ihn nämlich auch hier an der Front arg schwächen. Das können wir machen. Da können wir zumindest unseren Beitrag zu leisten. So, die Armee darf sich jetzt wieder aufmachen. Und es geht Richtung Shang'an. Konzentriert euren Zorn! So, und in Wei haben wir jetzt die Rebellion bevorstehend. Teilt meinen Triumph. So, Yuan Shao, den schicke ich schon mal wieder zurück, weil ich habe die Steuern hier befreit. Das geht so oder so bergauf. Macht euch bereit! So, das hätten wir also auch. Ah, die Zufriedenheit ist wieder niedrig. Was ist denn jetzt schon wieder los? Achso, ich muss hier noch was ändern. Die sind so unzufrieden alle miteinander. Hier gerade der ist. Also was ich mit ihm machen soll, weiß ich echt nicht. Und ihn kann ich ja durchaus mal aus dem Amt entfernen. Der ist ja sehr zufrieden. Dann entferne ich den. Die mögen ihn halt alle nicht wirklich. Aber der ist mit allen unzufrieden. Das Problem ist, wenn ich den jetzt rauswerfe, dann könnte es sein, dass der für dich rebelliert. Kann ich ihm vielleicht irgendwas geben, das ihn ein bisschen zufriedener macht? Ja, hier. Das kann ich grundsätzlich jedem im Hof geben. Wir haben so viele Optionen hier. Können wir so gut wie jeden am Hof ein bisschen zufriedener machen. Also die Zufriedenheit müsste eigentlich gleich wieder in die Höhe gehen. Ja, komm, verteilen wir mal die ganzen Gegenstände, die wir noch haben. Können wir jederzeit wieder entfernen. Mal gespannt, jetzt bin ich hier richtig gespannt, was passiert. Nee.
Werde ich mir nächste Runde mal anschauen, wohin Liu Bei jetzt möchte, mit wem der im Krieg ist. Sehr schön. Er kümmert sich tatsächlich um die Rebellion. So, Cao Cao ist dran. Oh Mann, jetzt konnte ich nicht sehen. Wir werden es ja gleich sehen, ob dort ein Angriff stattgefunden hat. Minus 25% Nahkampfschaden. Das wird ja immer schlimmer hier. Aber es ist nur für die Armee von Shan Lasst Yu. eure Frustration aus. So, der befehligt seinen Verbündeten mal wieder ein paar Kriege. So, die Rebellion wurde auch schon wieder niedergeschlagen. Ah, hier wird es bald wieder eine geben. So, wir haben ein Werkzeuglager gebaut. Die sind immer noch unzufrieden. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Ja, es ist doch keiner so völlig unzufrieden mit sich. Na doch, hier, er ist unzufrieden. Ah, weil ich ihn rausgeworfen habe. Und ich glaube, das war auch eher von Nachteil. Und was ich auch noch machen wollte. Ich wollte ihm ja wieder diese Option hier geben, diesen Anhänger. Für den Bonus auf die Wirtschaft. Hier. So, Einkommen aus Industrie. Ja, ich komm, ich muss da jetzt. Oder ich setze irgendwen anders ein. Das ist eigentlich egal. Hauptsache, jemand verwaltet diese eine reichste Provinz von mir. Das wäre 40. Ja, der wird das verkraften. Der ist ja aktuell nicht im Amt. Vielleicht kann ich mir irgendwas anderes geben, was ihn zufriedener macht. Ja, hier. Oder ich gebe ihm notfalls noch einen Titel oder so. Hier plus 10%, plus 10 Zufriedenheit. So. So, passt doch. Und dann setze ich ihn erstmal dort ein. Und ich setze ihn für die Region Pingyuan ein. So. Und schon 1600 sind wir jetzt, okay. So, dann gucke ich hier nochmal, ob ich vielleicht hier noch was geeigneteres finde. Hier, plus 4 öffentliche Ordnung für die verwaltete Komturei. So. Geht's hier sogar plus 9 nach oben. Jetzt haben wir noch 4 Komtureien, wo es rückwärts geht. Welche sowieso? Das ist die Provinz. Hier haben wir in 3 Runden, aber. So, das habe ich ja schon ausgebaut. So, wir können jetzt mittlerweile den Teesalon bauen. Das mache ich jetzt gleich mal. Im Notfall müssen wir die Steuern wieder nach unten nehmen. Das können wir ja noch machen. So, hier baue ich auch den Teesalon. Und Fraktionsrat. Idong.
Brauchen wir das dort? Ja, stimmt, wir können hier tatsächlich öffentliche Ordnung gebrauchen. Kostet 500. Und wenn ich mir hier eine Runde... Ich muss überlegen, wenn ich mir hier schon alleine... Ach, das ist die Region. Ja, ich mach das mal. Wenn ich mir allein schon eine Runde mehr Steuern verlangen kann, dann hat sich das ja schon gelohnt, weil ich bekomme 1400. Dann machen wir das mal. Und wir haben eine weitere Forschung. So, wo geht's jetzt weiter? Minus 20% Charaktergehalt, das ist natürlich auch eine Option. 10%. Charaktergehalt, 2200. Das wären doch 400 Goldstücke, oder? Aber ich glaube, der Wohlstand auf der Industrie ist mehr wert. 400 Goldstücke wären das alleine. Also wären auch 400 Goldstücke. Die habe ich safe. Die habe ich safe, die 10%. Die 400 Goldstücke dort. Und die 5% Korruption. Wie sieht das aus? Bei 8000. Ach, es wären auch 400 Goldstücke. Ist also jetzt ziemlich egal, was ich nehme. Da wäre es nur interessant zu wissen, wie es danach weitergeht, weil das alles, also mir bringt das eigentlich so um die 400 Goldstücke, das bringt mir auch 400 Goldstücke oder das? Da muss man noch gucken, wo es mal weitergeht. Hier oben haben wir vor allem, hier haben wir Einkommen aus Handel und Industrie, also das geht nochmal gut weiter. Hier haben wir als nächstes auch wieder öffentliche Ordnung, ich frage, ob wir das brauchen. Und hier haben wir Zufriedenheit. Ich würde tatsächlich mal das jetzt nehmen. Einkommen aus Industrie. Weil das können wir nochmal um 10% erhöhen und da wird der Handel auch noch von betroffen sein. Okay, dann möchte ich mich hier an dieser Stelle von euch verabschieden. Wir haben mal wieder leicht überzogen, aber das kennt man ja von mir. Und dann möchte ich mich hier an dieser Stelle verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!